Willkommen, meine Damen und Herren. Ich heiße Peter Voss und begrüße herzlich meinen Gast Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, im Augenblick tobt Wahlkampf. Das soll nicht unser Hauptthema sein, denn das wäre nicht fair gegenüber den anderen Parteien. Aber einen Streit, den muss ich und will ich ansprechen, auf jeden Fall. Das ist der um die Praxisgebühr. Die FDP nutzt ihre Chance, sagt weg damit, hat auch die Arztbesuche, die Zahl der Arztbesuche nicht reduziert. Die Kanzlerin sagt, das muss auf die hohe Kante, damit wir später Beitragserhöhungen vermeiden oder geringer ausfallen lassen können. Wer hat recht? Herr Voss, in diesem Fall hat die FDP recht. Allerdings also ist das auch ein Vorschlag, den andere Parteien machen. Wir haben einen entsprechenden Antrag schon eingebracht. Die Praxisgebühr hat sich einfach nicht bewährt. Also sie ist ein Bürokratiehindernis, ein Instrument, was nicht die Zahl der Arztbesuche, insbesondere nicht die Zahl der überflüssigen Arztbesuche reduzieren konnte. Es ist unbeliebt, also dieses Instrument bei den Ärzten, bei den Patienten. Somit, es hat einfach nicht gewirkt. Und da muss man in der Politik auch die Größe zeigen. Wir haben das ja damals selbst eingeführt. Ja, Rot-Grün hat es eingeführt. Wir haben das eingeführt. Da muss man sagen, das hat sich nicht bewährt. Das muss weg. Mhm. Das also schaffen wir ab. Daher sind wir für die ersatzlose Streichung. Das kommt jetzt einer Schikane gleich. Und hat auch noch die Nebenwirkung, dass einkommensschwache Menschen, also zum Beispiel Menschen, die von der Sozialhilfe leben oder die obdachlos sind, die gehen dann häufig nicht zum Arzt, obwohl sie müssten. Mhm. Selbst also, wenn sie es sich möglicherweise leisten können. Das ist keine gute, also das ist keine gute Maßnahme. Jetzt könnte man einwenden, das macht inzwischen der Computer in der Arztpraxis, das ist Routine. Und man könnte sagen, selbst bei sozial Schwachen, eher sollte man vielleicht da sonst was drauflegen, braucht man doch ein Gefühl, Gesundheit kostet auch was und ist nicht einfach nur umsonst. Und das ist ja weit verbreitet, nicht? Ich habe einen Anspruch auf Gesundheit, die muss der Arzt herstellen und die Kasse muss bezahlen und fertig. Ich höre das oft, aber ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der so denkt. Ja? Also wer denkt tatsächlich, jeder weiß doch, dass die Medizin heutzutage teuer ist. Jeder weiß, also, dass die Medikamente in Deutschland teurer sind als international und so. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der ernsthaft glaubt, die Medizin ist umsonst. Aber haben Sie mal jemanden gefragt, ob der weiß, wie viel das kostet, seine Behandlung? Ja, nicht genau, ich nicht. Weil es gibt Studien, die zum Beispiel also der Frage nachgehen, überschätzen oder unterschätzen die Leute die Arztkosten. Und diese Studien zeigen entgegen der Erwartung, dass die meisten Menschen die Kosten eher überschätzen. Ah ja. Und daher ist es auch so, wenn ich also den Patienten seine Quittung gebe, was ich übrigens für richtig hielt, dann sind sie oft überrascht, dass der Arztbesuch selbst nicht so teuer war. Das Problem ist, wir haben zu viele Arztbesuche. Aber jeder einzelne Besuch ist gar nicht so teuer. Und die Menschen schätzen eher die Kosten etwas höher ein, als sie sind. Dann fehlt ja aber Geld in der Kasse. Und angeblich ist ja das Gesundheitswesen potenziell zumindest unterfinanziert. Woher soll das Geld kommen? Was ich also für richtig fände, ist, wenn wir die Arbeitgeber wieder stärker an der Finanzierung des Gesundheitssystems in Deutschland beteiligen. Wir haben ja die Parität also jetzt ein Stück weit zunächst verschoben, auch also unter Rot-Grün. Und jetzt ist die Parität in gewisser Weise abgeschafft, weil durch die Einführung der also Zusatzprämien oder kleinen Kopfpauschalen geht jede weitere Kostensteigerung bei festgeschriebenem Arbeitgeberbeitrag alleine zulasten der Arbeitnehmer. Ja. Somit also der überproportionale Anstieg der Kosten in der Zukunft, der würde, wenn sich nichts ändert, würde der ohne zusätzliche Belastung der Arbeitgeber alleine von den Arbeitnehmern und den Rentnern zu zahlen sein. Mhm. Das also sprengt die Vorstellung vieler Menschen. Und von daher würde ich einfach die Arbeitgeber wieder zur Hälfte mitbelasten. Paritätisches System, so wie wir es immer gehabt haben. Aber mit einem großen Nachteil. Es wird das Unternehmen oder der Arbeitgeber bestraft, der viele Leute beschäftigt. Müsste man das nicht umstellen, das System wenigstens, und sagen, ich glaube, es gab auch bei Ihnen so ein Modell, zumindest mal, dass die die gleiche Summe erbringen, also nicht die gleiche Summe pro Patient oder pro Versicherten, sondern die gleiche Summe im Gesamtvolumen. Und das könnte man ja am Gewinn orientieren. Dann würde der Unternehmer mehr zahlen, der mit wenig Leuten viel Gewinn macht, und der mit dem Personal und intensiven Betrieb würde weniger zahlen. Das ist doch wirklich ein Problem für die Wirtschaft, zumindest wenn sie unter großen Belastungen steht.
Also wir haben tatsächlich so ein Modell jetzt so entwickelt, wo die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer als Banker jeweils die Hälfte zahlen. Ja. Wenn ich über den Gewinn Geld einbringen will in das System, dann sollte man das über die Steuern machen. Also Unternehmen, die also Gewinne machen, müssen mehr Steuern bezahlen. Und wir haben ja neben diesen zwei Töpfen, Arbeitnehmerbeiträge und Arbeitgeberbeiträge, haben wir noch einen dritten Topf, den Steuertopf. Mhm. Somit ist der Gewinn indirekt betroffen, indem der Steueranteil mehrheitlich aufgebracht werden soll und auch aufgebracht wird von denjenigen, die ein hohes Einkommen haben oder den Unternehmen, die also hohe Gewinne machen, denn nur solche werden ja besteuert. Und ich denke, die direkte Verbeitragung von Gewinnen, das wäre eine Doppelbürokratie, denn dann würde der Gewinn zunächst einmal verbeitragt und dann auch noch besteuert. Also das, glaube ich, brauchen wir nicht, sondern der Steueranteil, damit haben Sie aber recht, der muss wachsen, weil darf nicht alles über Arbeitnehmer und Arbeit, also über die Arbeitenden bestimmen. Aber dann könnte ich mal gleich sagen, wir erhöhen die Steuern für die Arbeitgeber gleich so und dann zahlen die eben nicht ein, aber die Steuer erhöhen wir so kräftig, dass sie mindestens das gleiche, das Volumen bezahlen wie die Arbeitnehmer. Wir wollen, dass also Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen also den Beitrag bezahlen. Und dann kommt zusätzlich noch Geld über die Steuern rein, das zahlen dann die Unternehmen. In der Tat, die Unternehmenssteuer soll sogar etwas erhöht werden, damit wir da mehr reinbekommen. Und natürlich diejenigen, die gut verdienende Arbeitnehmer sind. Somit ist auch der Steueranteil, wenn Sie so wollen, wieder von beiden Banken bezahlt. Und zwar von den Unternehmen und von den Beschäftigten. Ich glaube, das ist ein unbürokratisches System. Wenn dann auch die Privatversicherten sich an der Finanzierung dieses Systems mitbeteiligen, dann ist unser System wirtschaftlich also viel solider, als es oft angenommen wird. Es ist besser finanziert als ein steuerfinanziertes System, wo ich also große Steuerschwankungen von Jahr zu Jahr irgendwie unterbringen muss. Oder wenn ich nur über Beiträge gehe und habe keinen Steueranteil, dann also kann ich, wenn es etwas mehr Arbeitslosigkeit gibt, schon wieder Probleme bekommen. Ich glaube, dieses simple System, Arbeitnehmerbeitrag, Arbeitgeberbeitrag, jeweils die Hälfte und ein aufwachsender Steueranteil, das ist ein vornehmes Modell. Sie haben schon die Versicherten angesprochen, ihre Gesamtheit und da ist eben die Frage, das haben Sie eben schon angedeutet, werden die privat versichert sind, dort in die Solidargemeinschaft einbezogen. Das läuft doch auf die Abschaffung der privaten Krankenkassen am Ende raus und auf ein Stück Verlust von Freiheit. Also es läuft auf jeden Fall auf den Verlust langfristig der privaten Krankenversicherung in dem jetzigen System hinaus. Das muss man ganz ehrlich auch so sehen. Man muss sich fragen, will man so ein System? Also wenn ich ein System habe, private Versicherung, gesetzliche Versicherung und nicht jeder kann wählen, das private System ist in vielen Teilen also ein privilegiertes System, nicht in allen übrigens, dann habe ich eine Zwei-Klassen-Medizin. Und in der Medizin, das ist meine persönliche ethische Grundüberzeugung und auch meine politische Überzeugung, aber es hat es auch für ethisch geboten, in der Medizin muss es so sein wie in der Schule, dass also das, was mir zusteht, von Talent und oder im Gesundheitssystem von der Krankheit abhängt, aber nicht vom Einkommen oder von der Herkunft. Und das also finde ich, gehört sich nicht. Ich wollte aber noch grundsätzlich sagen, wenn die Privaten verschwinden, wäre nicht ein Modell vernünftig, wo ich mir, ich sag mal, einen gewissen Luxus, der nicht mit der medizinischen Grundversorgung zu tun hat, für mein Geld in einer Zusatzversicherung kaufen kann. Das wird man ja immer können. Sie werden ja nicht ein Reicher jetzt, der kann nach Amerika fliegen, alles selber bezahlen, aber warum soll er sich nicht genauso gut versichern? Dann hat er das Einbettzimmer mit allen Schikanen. Also es geht dann ja gar nicht mehr um medizinische Leistung oder allenfalls eine Luxusbehandlung, die man gar nicht auf alle übertragen kann, weil kein System das aushält. Was spricht dagegen, gegen so ein Modell der Zusatzversicherung? Also ein Modell der Zusatzversicherung, wo es um Komfortelemente geht. Ja. Das halte ich für völlig also in Ordnung. Wo soll das Problem sein, wenn sich jemand zum Beispiel ein Einzelzimmer gönnt und dafür eine besondere Versicherung hat? Ich bekomme ein Problem, wenn es unterschiedliche medizinische Qualitäten sind. Wenn zum Beispiel ein also, sehr ausgewiesener Kinderchirurg sich konzentriert auf Kinder, die privat versichert sind, und also ab und zu auch ein gesetzlich versichertes Kind operiert
Aber das muss dann schon medizinisch interessant sein, damit er es macht. Oder wenn es bestimmte Medikamente gibt, die sich also gesetzlich versichern, entweder sind die Medikamente gut und dann können wir als reiche Gesellschaft sie uns auch lassen für alle. Oder aber sie sind nicht gut, dann sollte auch der Privatversicherte sie nicht also zugemutet bekommen, nur weil sie teurer sind. Also das System schneidet in beide Richtungen. Übrigens, man kann nicht sagen, dass das jetzige System freiheitlich ist. Also sie können sich ja nicht privat versichern, wenn sie beispielsweise nicht genug verdienen. Sie haben ja 2007 zwei Bücher publiziert, eins speziell zu unserem Thema, nämlich Gesund im Krankensystem. Und die Frage ist, wie krank oder wie gesund ist das System? Und da weisen Sie ja darauf hin, dass eben Sie Nachteile haben können als Älterer nachher in der Privatversicherung. Ja. Die nehmen die Jungen und Gesunden. Und auf der anderen Seite aber auch Nachteile in der gesetzlichen, obwohl der Beitrag schon so hoch ist für den Einzelnen. Also ich bin zum Beispiel in einer Krankenkasse und habe eine Zusatzversicherung. Also meine Beiträge sind gut. Mein Einkommen ist auch beachtlich, also ich muss nicht jammern. Aber die Beiträge auch. Ich weiß gar nicht, ob ich weniger zahle als ein Privatpatient in der privaten Kasse. Also ich persönlich beispielsweise profitiere von all den Privilegien, die ich jetzt versuche abzuschaffen. Ich bin selbst also als Hochschulprofessor, jetzt Politiker, also privat versichert. Warum sind Sie in die private Versicherung gegangen? Ja, bei mir war es kompliziert. Ich habe fast 10 Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt. Mhm. Und also daher war für mich der Wechsel in das gesetzliche System gar nicht so leicht möglich. Ich hatte nicht genug anrechnungsfähige Zeiten. Und zum Zweiten, als Universitätsprofessor ist man fast automatisch also privat versichert, weil sie bekommen ja 70% der Kosten durch die Beihilfe bezahlt. Ja. Das heißt, sie müssen sich nur für 30% versichern. Mhm. Hätte ich mich damals also gesetzlich versichert, hätte ich mich für alles versichern müssen. Das ist ja ein völlig also unsinniges System. Mhm. Somit sind fast alle Professoren sind privat versichert, weil sie entweder die 30% Privatversicherung bezahlen, die sie auch noch vergünstigt bekommen in der Regel, oder sie zahlen 100% der gesetzlichen Versicherung. Das zeigt, wie unlogisch das System ist. Mhm. Es wird ja immer bestritten, auch von Ärzten, dass Kassenpatienten viel länger warten müssen. Sehen Sie da, Sie greifen ja doch stark die jeweiligen Lobbyisten an, sowohl der Ärzte wie der Pharmaindustrie, der Apotheker. Halten Sie das für eine Legende? Ist der Kassenpatient wirklich benachteiligt? Also ich bin ein schlechtes Beispiel. Ich werde immer gut behandelt, aber das kann auch andere Gründe haben. Es gibt tatsächlich also Ärzte und Ärztinnen, die machen keinen Unterschied. Mhm. Das also kenne ich aus direkter Erfahrung. Also es gibt tatsächlich. Aber natürlich gibt es auch also die große Masse von also Kliniken, wo es Unterschiede gibt. Das ist gar keine Frage. Und auch bei vielen Fachärzten. Das ist ja auch menschlich. Also wenn es also für die gleiche Leistung die mehrfache Honorierung also gibt, dann also verliert derjenige, der Privatversicherte nicht bevorzugt. Der verliert diese Privatversicherten, verliert auch Geld. Mhm. Somit also der Privatversicherte erwartet das, und wenn er nicht bevorzugt wird, dann geht er zu einem Arzt, der ihn bevorzugt, oder zu einer Klinik, die ihn bevorzugt. Und viele Ärzte haben übrigens gar keine Wahl. Die Klinik geht hin und sagt, also Privatversicherte werden bei uns besser behandelt oder gesondert behandelt, besser untergebracht, bekommen schneller einen Termin, weil wir brauchen für die Klinik das Geld. Mhm. Somit hat der Arzt gar keine Wahl. Selbst wenn er wollte, also dann wird er angehalten, also spezielle, sage ich einmal, Stationen vorzuhalten für diese Patienten. Somit muss man immer vorsichtig sein. Ich mache niemanden, der in diesem System arbeitet, einen Vorwurf. Mhm. Wir haben das System ja selbst nicht gemacht. Trotzdem ist das System nicht gut. Und dass es eine Zweiklassenmedizin gibt, darüber gibt es viele Studien, das ist unstrittig. Und das bestreitet auch kein Patient, auch wenn hier und da ein Funktionär das Gegenteil behauptet, aber dafür wird er bezahlt. Also bei allem Respekt, ein hochbezahlter Funktionär, der muss natürlich darauf hinweisen, dass alles also in Ordnung ist, gerade in der Einrichtung, die er vertritt, dass er von Problemen noch nichts gehört hat. Er kann das nicht bestätigen, aber dafür wird er, das ist halt seine Arbeit. Könnte denn nach Ihrer Einschätzung überhaupt, ich sag mal, ein tüchtiger Arzt, der jetzt sagt, ich bin auch noch Idealist, ich behandle nur Kassenpatienten, kommt der überhaupt über die Runden? Klar, also wenn Sie in die neuen Bundesländer gehen, also beispielsweise nach Magdeburg oder was auch immer,
Da sind ja die meisten Versicherten gesetzlich Versicherte. Die paar Privatversicherten, die machen dort keinen wesentlichen Umsatz. Und auch dort wird gut verdient. Es ist nicht so, als dass dort also, sagen wir, Hunger oder Not herrschen würde. Auch die Kliniken gehen dort nicht in die Pleite. Das ist immer so eine Märchenstunde, die wird, also... wird gut verdient, weil man sich für den einzelnen Patienten wenig Zeit die nimmt. Die gesetzlich Versicherten bringen auch genug Geld. Also es ist nicht so, dass wir also sagen könnten, dass der gesetzlich Versicherte einen Verlust bringt. Also ich höre das oft, das stimmt für mich nicht. Also viele Ärzte leben nur von gesetzlich Versicherten, beispielsweise auch in westdeutschen Städten, in der Vorstadt, wo also ein Problem, mein Wahlkreis in Köln, Köln-Mülheim, also das ist, also ich, mein Wahlkreis Leverkusen, Köln-Mülheim. Mülheim ist ein einkommensschwacher Stadtteil. Dort sind zum Teil gar keine Privatversicherten. Trotzdem sind die Ärzte in der Lage, dort gute Medizin zu machen, kommen über die Runden, verdienen nicht schlecht. Somit, also wir, das wäre ein Armenzeugnis. Das wäre wirklich ein Armenzeugnis für unser medizinisches System, wenn wir auf die 9% Privatversicherten angewiesen wären, um unsere medizinische Leistung finanzieren zu können. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Sie haben ja 2007 das Gesundheitssystem, das deutsche, das ja für eines der besten gehalten wird, als krank bezeichnet. Hat sich inzwischen was gebessert? Es gibt immer Dinge, die sich bessern. Es gibt auch Sachen, die schlechter werden. Also ich sage mal, wir haben zum Teil Probleme dort, wo man sie nicht erwartet. Wir rühmen uns ja der Tatsache, dass wir sehr viele Kliniken haben, flächendeckende Versorgung, also große Kliniklandschaft und so weiter. Das also zeigt sich aber nicht in der Qualität bestimmter Eingriffe. Wir haben zum Beispiel keine besonders guten Ergebnisse in der Krebschirurgie. Wenn ich jetzt schaue, wie lange leben Menschen, die eine bestimmte Tumorart gehabt haben, nach der Operation, wie viele leben noch nach 5 Jahren und so, schneiden wir in der Regel schlechter ab als das ein oder andere europäische Land. Und das liegt daran, wir haben halt das Problem, wir haben zu viele, die das machen. Und wenn Sie also sehr wenige Fälle in einer Klinik behandeln, fehlt Ihnen die Erfahrung und zum Teil auch so ein bisschen das Team. So etwas, so eine Krebsbehandlung ist eine Teamarbeit. Und wenn Sie also das selten machen, dann fehlt Ihnen für den speziellen Fall, fehlt Ihnen schlicht das Team. Und daher haben wir da also nicht die Versorgungsqualität, die wir haben könnten, wir stärker zentralisieren würden. In anderen Bereichen sind wir auch nicht gut, die Vorbeugemedizin. Die Vorbeugemedizin ist in Deutschland nicht, was sie sein könnte. Wir haben zum einen also nach wie vor eine zu schwache Stellung der Hausärzte. Die Hausärzte sind, wenn Sie so wollen, die Königsmacher in der Vorbeugemedizin, aber sehr viele also Patienten gehen nicht regelmäßig zum Hausarzt, sondern steuern also den Facharzt direkt an oder mehrere Fachärzte auch gleichzeitig, sodass es keine richtige koordinierte Vorbeugung gibt. Dann haben wir auch kein gutes Honorarsystem, was Vorbeugung gezielt belohnt. Also das sind, sagen wir, Dinge, wo ich denke, da ist nach wie vor viel zu tun. Wo es etwas besser geworden ist, um auch mal etwas Positives zu sagen, wir haben uns verbessert bei der Behandlung von Zuckerkranken. Also wir waren bei der Behandlung von Diabetika waren wir immer, da hatten wir große Probleme. Und da haben wir also angezogen, die durchschnittlichen Blutzuckerwerte, die Komplikationsraten, beispielsweise die nicht notwendigen Amputationen an den Gliedmaßen von Diabetikern, das ist besser geworden. Da hat die Ärzteschaft also sich bewegt und hat also in Form von Programmen für chronische Krankheiten, also hat dort einiges erreicht. Das ist respektabel. Im Augenblick gibt es ja noch eine Debatte, eine gesundheitspolitische. Also auf diese Punkte will ich gleich nochmal gerade vorbeugend zurückkommen. Aber es fällt mir gerade ein, das ist die Pflegeversicherung. Da hat ja, ist ja eine Reform auf den Weg gebracht, die allerdings die ambulante Behandlung von Demenzkranken, das ist ja das Streitthema, gehören die da rein oder nicht, stärkt, aber nicht die in der Klinik oder im Heim. Ist das eine Halbherzigkeit? Ist da ein Geburtsfehler der Pflegeversicherung, dass man an Demenz nicht wirklich gedacht hat, weil man gesagt hat, das ist eigentlich keine Krankheit, denn das nimmt ja rasant zu. Demenz hat heute eine ganz andere Bedeutung für die Pflege, als das der Fall war, als die Pflegeversicherung eingeführt wurde. Also das ist ja noch also mit zu Norbert Blüms Zeiten eingeführt worden. Und das also kann man im Nachhinein
den, sagen wir mal, Erfindern der Pflegeversicherung, die eine ganz große Leistung in unserer sozialpolitischen, also Weiterentwicklung gewesen ist, was heute schwer einführbar wäre, so ein System. Das kann man den Pionieren von damals nicht vorwerfen. Das sind Pioniere gewesen, aber mittlerweile ist es so, die Hälfte derjenigen, die stark pflegebedürftig sind, haben auch eine Demenz. Und diese Demenz wird bei der Art und Weise, wie die Pflege organisiert wird und wie sie finanziert wird, nicht ausreichend berücksichtigt. Da ist eine große Reform notwendig. Und die aber dann auch richtig kostet. Ne? Die würde richtig was kosten. Die hat aber jetzt nicht stattgefunden. Das muss man, also ich möchte hier nicht parteipolitisch allzu stark mich äußern, aber das hat die FDP, also die für dieses Ressort Gesundheit ja zuständig, sie haben das schlicht nicht gemacht. Die haben das angekündigt, da hieß es sogar von dem jetzigen Vorsitzenden. Ja, weil der Finanzminister gesagt hat, hier, lass uns mal das Geld zusammenhalten. Nicht? Ja, so wird es kolportiert jedenfalls. Ja, das weiß ich nicht. Aber wenn ich Minister bin und kündige das Jahr der Pflege an, dann muss ich auch liefern. Also muss ich auch zur Not den Rücken durchstrecken können und setze mich gegen den eigenen Finanzminister durch. Wissen Sie, die Leute warten darauf. Viele Pflegeversicherte, Menschen, die pflegebedürftig sind, die jetzt die Demenz haben, die werden nicht mehr lange leben. Die können nicht warten, bis wir, sagen wir mal, nach der nächsten Bundestagswahl in Jahren eine solche Reform machen. Die Leute sterben bis dahin. Sie haben eben die Bundestagswahl angesprochen. Es ist ja nicht auszuschließen, dass eine andere Koalition zustande kommt. Sie hoffen es, andere fürchten es. Und dann ist ja vielleicht auch nicht auszuschließen, dass es einen Gesundheitsminister Karl Lauterbach gibt. Gesetzt den Fall, es wäre so. Was würden Sie denn zuerst anpacken? Also zunächst einmal ist es so, es gibt also in unserer Partei allein gibt es immer für jeden Bereich gute Leute, mehrere gute Leute. Wir haben drei gute Kanzlerkandidaten. Wir haben mindestens, ja. Mindestens, ganz genau. Wir haben also massenhaft gute Gesundheitsminister. Haben Sie eine Präferenz? Ne? Ja, das um Gottes Willen. Dann würde ich, also, aber jetzt rein hypothetisch, es ist ganz klar, eine schnelle Pflegereform wäre natürlich wichtig, weil mit dem Argument, das ich eben vortrug, diese Leute können nicht mehr umbauen, verstehen Sie? Das ist in der Pflege sind wir in einer Notsituation, und zwar auch für die Angehörigen. Wir wissen mittlerweile auch, dass Menschen, die also in der Pflege tätig sind und auch Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, die werden darunter selbst häufig krank. Also das ist ein Beruf, der viel Engagement mitbringt und der also viel abverlangt, der selbst krank machen kann. Da müssen wir sofort ran. Und wir müssen also auch aus meiner Sicht eine sehr große Reform vorbereiten. Also es kann nicht angehen, dass wir das System also fahren, dass wir die große Reform, die das System braucht, immer weiter also vor uns herschieben. Wir reden jetzt schon so lange über die Bürgerversicherung, also ein gutes System für alle mit mehr Wettbewerb, mehr Qualität, wie mit also einem Verschwinden der Zweiklassenmedizin. Also diese großen Aufgaben, die müssten gemacht werden. Das kann man nicht glaubwürdig weiter wegschieben. Sie behaupten ja, es ist genug Geld im System, aber es wird falsch ausgegeben, falsch verteilt. Das heißt, man muss nicht unbedingt die Beiträge nach Ihrer Auffassung erhöhen, um die Reform zu machen. Aber müsste man nicht für eine Pflegereform, gerade bei dieser lawinenartig anschwellenden Demenz, sagen, liebe Freunde, das kostet auch was und das müssen wir leider bezahlen. Herr Voss, das ist ganz klar. Also derweil es im Gesundheitssystem durch also Wirtschaftlichkeitsreserven, beispielsweise überhöhte Arzneimittelpreise, zum Teil auch Fehlverteilungen der Mittel möglich ist, eine gute Reform zu machen, ohne dass die Kosten steigen, ist das in der Pflege nicht möglich. Also eine Pflegereform, die den Namen verdient, ist ohne zusätzliche Mittel überhaupt nicht darstellbar. Und darüber muss man auch von vornherein also reinen Wein einschenken. Also eine Pflegereform also ohne mehr Mittel für die Pflege ist wie der Versuch, sich sauber zu duschen, ohne dass Wasser verwendet wird. Das geht einfach nicht. Dieses System ist ausgetrocknet und wird dem Bedarf nicht gerecht. Sie haben vorhin den Vorsorgegedanken angesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn der Hausarzt, den Sie ja für eine Schlüsselposition halten, der berät mich also und sagt hier Blutdruck so und so und jetzt mach mal das und das und das und das. Dafür braucht er Zeit. Genau. Wie soll er das abrechnen? Vertraut man ihm einfach, wenn er sagt, ich habe aber nicht 8 Minuten mit dem Patienten verbracht, sondern 20 Minuten? Wie wollen Sie das überprüfen? Sonst schreibt natürlich jeder auf, dass er 24
24 Stunden am Tag arbeitet. Also das tut vielleicht nicht jeder, aber es gibt dann eine neue Versuchung. Also das wird Sie überraschen, aber es ist tatsächlich so, ich würde den Ärzten hier vertrauen. Also wenn ich das System so umbaue, dass also nicht die derzeitige, ich sage mal, 6 Minuten Medizin, der durchschnittliche Arztbesuch dauert nur noch 6 Minuten, honoriere, sondern ich also honoriere größere, sage ich mal, Strecken, wo auch die sprechende Medizin mit der aufklärenden Arbeit bezahlt wird, dann glaube ich, werden die Ärzte das auch machen. Ich kenne keinen Arzt, der das jetzige System für sinnvoll hält, hätte ich gesagt. Also die Ärzte sagen ja selbst, sie würden, wenn es anders vergütet würde, mehr Zeit mit den Patienten verbringen wollen oder der Patientin das sagen, gerade Hautärzte. Ich bringe ein Beispiel. Wenn Sie jetzt im heutigen System so praktizieren, wie es sinnvoll wäre, Sie erklären beispielsweise jemanden, der einen leicht erhöhten Blutdruck hat, wie er sein Leben umstellen kann, um das in den Griff zu bekommen, welche Medikamente er nehmen soll, wenn er sie benötigt, wie er selbst den Blutdruck misst, welche Folgen es hat, wenn er es nicht macht. Also da sind ja auch viele Dinge dem Einzelnen also nicht bewusst. Die wenigsten wissen zum Beispiel, dass ich sogar das spätere Demenzrisiko erhöhe, wenn ich den Bluthochdruck also nicht richtig behandle. Wenn ich das alles machen will, dann sind innerhalb von, also da habe ich noch nicht bis 3 gezählt, dann sind schon 20 Minuten um. Somit muss ich das Honorarsystem so umbauen, wie das in den Vereinigten Staaten übrigens in der Vorbeugemedizin auch gemacht wurde, dass ich dem Patienten eine richtige Beratung zukommen lassen kann. Und diese also Honorarreform ist eine Voraussetzung dafür, dass die Medizin sich ändert. Wir wissen, dass die Medizin traurigerweise dem Honorarsystem folgt und nicht umgekehrt. Und daher ist das auch wiederum kein Vorwurf an die Ärzte, die jetzt in dem bestehenden System praktizieren, eine Medizin, die sie selbst oft nicht richtig finden, sondern wir in der Politik, wir sind in der Pflicht, wir müssen dort liefern, wir müssen ein klug durchdachtes, vorbeugeorientiertes Honorarsystem bieten. Die Volkswirtschaft würde ja von einer stärkeren Vorbeugung und Vorsorge sicher profitieren, denn es gibt dann weniger Krankheitsausfälle, selbst die Wirtschaft würde profitieren, aber man kann sagen, das System selbst wird dann vielleicht doch teurer, wenn der einzelne Arzt sehr viel länger mit dem Patienten verbringt, denn es reduziert ja noch nicht, jedenfalls nicht gleich, die Zahl der Patienten. Vielleicht langfristig durch die Vorbeugung werden dann weniger krank, ernst. Aber zunächst mal kostet es doch mehr. Es ist unklar. Also ich glaube, zunächst einmal ist der begrenzende Faktor, ich muss genug Hausärzte haben, die überhaupt diese Art Medizin praktizieren können. Wir haben eine Unterversorgung, einen Mangel an Hausärzten. Und zu viele Fachärzte. Wir haben zu viele Fachärzte, genau, aus meiner Sicht. Also wenn ich jetzt im internationalen Vergleich, wenn ich in Europa schaue, wie ist unser Verhältnis von Fachärzten zu Hausärzten, dann haben wir sehr viele Fachärzte pro Hausarzt. So viel mehr, als es beispielsweise in den skandinavischen Ländern der Fall ist und auch in vielen anderen Ländern. Und das führt dazu, dass dann also die Vorbeugemedizin, die ja von Hausärzten geboten wird, oft hinten runterfällt. Der Hausarztberuf ist derzeit für viele junge Mediziner nicht attraktiv. Der ist nicht so lukrativ wie die fachärztliche Versorgung. Ich bringe ein Beispiel. Also wenn Sie heute als also Nierenspezialist niedergelassen sind, dann verdienen Sie brutto, also nach Abzug der Praxiskosten, nach neuesten Erhebungen über 250.000 Euro im Jahr. Das sind also mehr als 20.000 Euro im Monat. Als Hausarzt haben Sie nicht die Hälfte. Und wenn ich jetzt also als junger Mediziner mit dem Studium also fertig, sagen wir, ich habe ein gutes Examen gemacht, mir überlege, was mache ich, dann kann ich natürlich auf die Idee kommen, ich werde jetzt Nierenfacharzt und nicht Hausarzt, weil sie müssen ja im Prinzip fürs gleiche Geld nur halb so lange arbeiten. Und das ist kein gutes System. Das heißt, wir müssen die Anreize verschieben, wir müssen den Hausarztberuf auch wirtschaftlich attraktiver machen. Somit haben Sie recht, wenn Sie sagen, da muss ich mehr Geld auf den Tisch legen. Aber wo holen Sie das wieder rein, das Geld? Das muss ich reinholen, indem ich bestimmte Leistungen versuche, seltener zu erbringen. Ich sage einmal, wir haben beispielsweise wir haben viel mehr Herzkatheteruntersuchungen. Das wird jetzt die Kardiologen ärgern, was ich sage. Ja, ich entschuldige mich hier bei den Herzspezialisten vorab in Ihrer Sendung. Aber es sind so, zu viele. Wir haben zu viele Herzkatheteruntersuchungen. Wir haben mehr Herzkatheteruntersuchungen als jedes europäische Land. Wir haben mehr als doppelt so viele wie der Durchschnitt.
Und das liegt nicht daran, dass in Deutschland die Menschen mehr herzkrank wären, sondern diese Herzkatheteruntersuchungen werden und auch die sogenannten Stents, also diese Drahtgefäße, die eingesetzt werden, bei vielen Patienten werden diese Untersuchungen und Eingriffe gemacht, die gar nicht davon profitieren. Statistisch von das der wird Studien ja an sich immer gesagt, auch über die orthopädische Chirurgie, also Knie und so. Also, es ist auch dort also eine Überversorgung zu sehen, aber ich habe jetzt die Kardiologen herausgenommen, um ein Beispiel zu bringen. Ich will nicht sagen, dass sie das einzige Problem sind. Wir haben zum Beispiel zu viele Röntgenuntersuchungen, wir haben zu viele also, Computertomographie-Untersuchungen. Die Arzneimittel sind zu teuer. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass die Arzneimittel, also vergleichbare Wirkstoffe, etwa ein Drittel teurer sind als im europäischen Durchschnitt. Dabei sind wir der größte Abnehmer. Jetzt sagt die Pharmaindustrie, wir haben auch besonders hohe Kosten im Unterschied zu Ländern, wo das billiger produziert wird. Wir gehen über die Wupper, wenn wir das Geld nicht verdienen. Ein Sozialpolitiker wie Sie, Sie sagen ja im Grunde auch in Ihrem Buch, volkswirtschaftliche Überlegungen, nämlich Arbeitsplätze, haben bei der Frage der Behandlung in der Medizin, also bleiben Betriebe erhalten und so weiter, haben da keine Rolle zu spielen. Nein, das sage ich nicht. Aber das sind ja Lobby-Argumente. Habe ich das falsch verstanden? Also, ja. Nee, das ist also, wenn Sie jetzt zum Beispiel also, mich fragen, macht es Sinn, dafür zu kämpfen, dass ein Krankenhaus erhalten bleibt in einer Gegend, wo sonst keine andere Klinik ist? Dann würde ich sagen, ja, das macht Sinn. Da muss ich halt selbst, also wenn das etwas mehr kostet, ich muss die Struktur erhalten. Aber es macht keinen Sinn, ein Arzneimittel über Preis zu bezahlen, was im Ausland das gleiche Arzneimittel billiger verkauft wird. Das ist schlicht und ergreifend, also ist das eine Preisdiskriminierung. Das heißt, der deutsche Markt gibt das her, weil unsere Gesetze zu lax sind und dann nehmen die Unternehmen das mit. Wir haben ja auch keine besonders also klare klare Dominanz bei der Forschung. Wir haben die teuersten Arzneimittel, sind aber in der Pharmaforschung weit hinter den Feinden. Wie erklären Sie sich das? Das lohnt sich einfach nicht zu forschen. Wenn ich also Medikamente hier noch teuer verkaufen kann, die nicht gerade innovativ sind. Ich sage mal, komme mit einem Medikament auf den Markt, was eigentlich seine besten Jahre schon hinter sich hat. Ich kann das aber hier noch gut verkaufen, teuer verkaufen, sagen Sie mir doch, weshalb ich dann hier sehr viel forschen soll, wenn es so leicht ist. Sie kritisieren ja besonders die Lobbyarbeit, also, oder nennen Sie jedenfalls sehr erfolgreich. Ohne Lobbyarbeit wird niemand mehr auskommen, aber Sie kritisieren die Abhängigkeit von Ärzten, von der Pharma. Lobby. Ja. Auch bis hinein in die ärztliche Fortbildung. Also die Fortbildung ist sehr häufig indirekt unterstützt durch die pharmazeutische Industrie. Ein ganz wichtiger Mechanismus ist hier der, dass also diejenigen, die die Fortbildung machen, die also Professoren oder die meinungsführenden Spezialisten, dass die von der Pharmaindustrie unterstützt werden. Das heißt, selbst wenn die dann eine Fortbildung machen, wo selbst gar nichts von der Pharmaindustrie zu sehen ist, dann also sind die aber sehr stark beeinflusst durch die also enge Zusammenarbeit, die sie mit bestimmten Unternehmen gehabt haben oder zum Teil noch haben. Das ist eben so ein bisschen subtiler geworden, aber funktioniert nach wie vor so. Und wir haben beispielsweise in der Krebsbehandlung haben wir die aus meiner Sicht unsägliche Situation, dass es für viele Ärzte sogar so eine Art also Kickback-System gibt. Das heißt, also der Arzt bekommt Geld dafür, dass er also mit einer Pharmafirma Studien macht. Er füllt dann einen Bogen aus für die Anwendung des Medikaments. Das klingt also zunächst einmal also nach Wissensgewinn. Aber das setzt ja voraus, dass er das Medikament von dieser Firma nimmt. Er gibt das Medikament eigentlich nur, um an der Studie teilzunehmen und bekommt dann zum Teil für eine wissenschaftlich völlig uninteressante Studie, oft wird das gar nicht ausgewertet, bekommt er hohe Beträge. Das können 1.000, das können 2.000 Euro sein. Und es gibt übrigens sehr viele Ärzte, die es ablehnen. Also damit wir uns nicht falsch verstehen, es gibt viele Ärzte, die finden das, also die sehen darin eine Art Prostitution also der Industrie gegenüber. Das ist längst nicht von jedem. Aber es ist ein unehrenhaftes System und somit sage ich, also die Probleme
sind nicht gelöst, weil die Pharmaindustrie hat es ganz geschickt geschafft, sich etwas zurückzunehmen. Die sind jetzt nicht mehr zu sehen bei der, ich sag mal, Reise nach, also in die Schweiz oder was, die Familie reist in die Schweiz oder so, sondern die machen das jetzt also indirekter, aber die pharmaunabhängige Fortbildung müsste durchgesetzt werden. Der einfachste Weg wäre, die Krankenkassen, die von einer guten Versorgung auch wirtschaftlich profitieren, müssten verpflichtet sein, auch sich also wirtschaftlich an der Finanzierung der Fortbildung zu beteiligen. Das ist eine Kassenaufgabe. Ein Schlachtfeld, bei dem natürlich die Lobby auch eine Rolle spielt, spricht man an mit dem Stichwort evidenzbasierte Medizin, das heißt die sorgfältige Überprüfung auch der Wirkung beispielsweise von Medikamenten. Liegt es da nach Ihrer Auffassung nach wie vor im Argen bei uns? Also das ist ja mein Forschungsschwerpunkt gewesen an der Universität in Köln und auch in Boston, wenn Sie so wollen. Also wie stark ist eigentlich belegt, dass ein Medikament oder ein chirurgisches Verfahren wirklich wirkt? Das also hat man lange Jahre gar nicht gesehen, dass also vieles von dem, was wir machen, wissenschaftlich überhaupt nicht gesichert ist. Der Patient geht ja davon aus, ehrlich gesagt, klar, wenn ich ihm sage, das ist das Medikament, was also für Sie notwendig ist, dann gehen Sie ja zunächst einmal davon aus, dass es wissenschaftliche Studien gibt, die das belegt haben. Mhm. Das ist aber sehr häufig nicht der Fall. Und die evidenzbasierte Medizin ist der Versuch, die uns weltweit zunehmend also Grund gewinnt, der Versuch, dass man die Verfahren stärker in den Vordergrund schiebt, wo man weiß, die wirken. Also auf der Grundlage von Studien. Das ist längst nicht selbstverständlich. Und, Liegen wir da zurück in Deutschland? Hat sich viel gebessert, ehrlich gesagt. Das ist ein Bereich, wo wir also durchaus also, Tempo aufgenommen haben. Vor 10 Jahren war das eine Katastrophe. Also vor 10 Jahren, da haben zum Teil die Funktionäre der Ärzteschaft, auch der Kammern, der Ärztekammern, also gesagt, das ist Kochbuchmedizin, das ist also... Also nach Rezept. Nach Rezept hat nichts mit der Erfahrung zu tun und so weiter und so fort. Das ist natürlich Unsinn. Denn also Erfahrung brauche ich jetzt, ob ich etwas einsetze, was wirkt, oder ob ich etwas einsetze, was nicht wirkt. Die Erfahrung kommt immer zum Tragen. Und das sind ja auch keine Kochbücher, sondern das ist die Studienlage. Ich verlasse mich auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Physik oder in der Chemie oder in der Biologie, verlasse ich mich ja auch auf das, was die, wenn Sie jetzt eine Brücke bauen, dann verlassen Sie sich auch auf die Studien, die zeigen, dass dieses Material tragfähig ist. Niemand käme auf die Idee zu sagen, das muss jetzt der Ingenieur aus dem Bauch heraus entscheiden, auf die Studienlage, auf die Materialforschung zurückzugreifen. Das wäre hier Kochbuch, also Ingenieur. Das ist unsinnig. Aber so dumm wurde zum Teil argumentiert, und da haben wir aber Grund gewonnen, dass also gerade die jüngere Medizinergeneration ist da besser, und es zeigt sich übrigens auch, dass Frauen sehr viel geneigter sind, das haben die Studien gezeigt, die Erkenntnisse, also aus den Studien, also die Erkenntnisse der sogenannten evidenzbasierten Medizin umzusetzen. Also da kann man fast sagen, dass Frauen die besseren Ärzte sind, weil sie sich also geneigter darauf verlassen, was ist eigentlich hier die Studienlage. Sie sind vielleicht also etwas weniger Autoritäts, sagen wir mal, gläubig, als der ein oder andere ältere Kollege das war. Die junge Generation ist sowieso sehr viel flexibler. Inzwischen scheint es ja, um nochmal an das System der Versicherung daraufhin zurückzukommen, vielleicht auch Annäherung zu geben. Also Herr Spahn von der CDU sieht die Tage des Systems jedenfalls so, wie es jetzt ist, gezählt. Als Bürger führt mich das zu der Frage, ist es nicht besser, wenn die, zumindest die großen Parteien, versuchen mal eine Strukturreform hinzukriegen, und sei es auf dem Weg von Kompromissen, die länger trägt, als wenn es sozusagen nach jedem, also jedes Mal, wenn die andere Seite siegt, muss man damit rechnen, es kommt eine Reform, die eigentlich auch eine Gegenreform ist und das, was die vorher gemacht haben, zurücknimmt. Das ist ja auch für den politisch denkenden und hoffentlich nicht politikverdrossenen Bürger keine so schöne Situation. Sehen Sie da eigentlich Möglichkeiten, mal einen Konsens herzustellen? Das also hielt ich auf jeden Fall für sehr sinnvoll, das ist ganz klar. Also SPD, CDU, wir sind, wenn Sie so wollen, wir sind Volksparteien. Die Grünen sind ja mit uns, was die Bürgerversicherung angeht, sowieso einer Meinung. Aber mich hat immer überrascht, dass die Union diese Form der Zweiklassenmedizin mitverteidigt.
Weil viele Unionswähler sind ja Rentner. Mhm. Und die Rentner sind eigentlich also in der Regel die Benachteiligten vom jetzigen System. Also welcher Rentner kommt denn in den Genuss einer teuren Spezialversorgung, wenn er nicht zufällig also als Beamter sagen wir, in dem anderen System versichert gewesen ist, aber ich glaube, daher, also ich sag mal, das, was Herr Spahn also hier an Lockerungsübungen in der Union vortanzt, halte ich für richtig. Keine Frage. Er ist noch ein junger Abgeordneter und da, also es scheint Bewegung reinzukommen. Das finde ich gut. Also nur weil es sagen wir mal, jemand von der Union ist, muss man nicht alles direkt ablehnen. Ich habe nur die Sorge, dass das also nicht für die Union in der Gänze gilt. Die also, sagen wir mal, alten Recken in der Union und auch die also Bundeskanzlerin, da habe ich noch nie etwas gehört, was in diese Richtung weist. Wie frustrierend ist es überhaupt, das politische Dasein für Sie? Haben Sie schon mal bereut, weil weil es so langsam geht und so mühselig ist? Und es ist ja auch hochkompliziert. Es ist ja komplex. Viele Bürger verstehen es auch gar nicht. Also ich bin ja Quereinsteiger, ja. Komme aus der also Wissenschaft und mache auch noch etwas Wissenschaft. Also ich bin nach wie vor, ich unterrichte an der Harvard School of Public Health, Vorbeuge, Medizin und Gesundheitssystemvergleich. Ein paar Wochen pro Jahr kann ich mir das leisten, das verbraucht mein Urlaub. Und somit habe ich immer den Vergleich. Also was wäre heute, wenn ich so in der Forschung und in der Lehre geblieben wäre. Und ich muss sagen, also wenn ich da ein paar Wochen unterrichtet habe, bin ich auch immer wieder dankbar in der Politik zurück angekommen zu sein. Denn was nutzt die beste Erkenntnis, wenn sich nichts bewegt? Also Sie haben wirklich, also für mich war das vom Temperament her, ich bin der Politik gut untergebracht. Ich bin einfach zu, sage ich mal, ungeduldig, um alleine in der Wissenschaft zu verharren. Also die, also Sie müssen sind Sie manchmal auch zu ungeduldig für Ihre politischen Kollegen und Parteifreunde? Also in der Zeit der Großen Koalition gab es ja auch Scherze darüber, unter anderem von Peter Struck. Ist das so? Sind Sie ein bisschen ungeduldig und belehrend zugleich? Belehrend, das also würde ich jetzt zum ersten Mal hören. Ja. Aber die... nein, aber ich bin ungeduldig. Das entspricht tatsächlich meinem Temperament. Das also, ist in der Forschung übrigens auch kein Nachteil. Also, Sie kennen den Witz von Struck über Sie. Aber ich erzähle ihn für die Zuschauer und dann kommentieren Sie ihn. Nämlich Karl Lauterbach unterhält sich mit einem kleinen Jungen und sagt, wie alt bist du? Da sagt er 7. Karl Lauterbach guckt ihn kritisch bis strafend an und sagt, in deinem Alter war ich schon 9. Trifft der was an Ihnen? Was, ja, ich bin ungeduldig, das stimmt. Also, ich war immer also ungeduldig. Aber Sie halten sich nicht für besserwisserisch oder zu... Was heißt besser? Sagen wir so, wenn ich in dem Bereich, in dem ich forsche, in dem Bereich meinetwegen Vorbeugemedizin oder so, und wenn ich da nicht mehr wüsste als der also normale Bundestagsabgeordnete, dann müsste ich das, dann müsste ich die Studiengebühren, die ich in Amerika bezahlt habe, das müsste ich alles zurückgeben. Darauf darf ich mir nichts einbilden, sondern schlicht und ergreifend. Das ist genauso, als wenn wir im Bundestag jetzt sagen wir einen erfahrenen Banker hätten, dass er sich mit den Feinheiten der Finanzkrise vielleicht ein bisschen besser auskennt als jemand. Aber man muss vorsichtig sein, also wenn man also in dem einen oder anderen Bereich vielleicht ein bisschen mehr Fachwissen hat, das gibt einem nicht die Erlaubnis, in irgendeiner Weise arrogant zu sein. Und ich bemühe mich immer, also das Politische ist unser Kerngeschäft und auch unsere Kernkompetenz. Und wenn die politische Kompetenz fehlt, dann nutzt einem auch alles Fachwissen nicht. Von daher die Ungeduld möge man mir verzeihen, aber ich respektiere das Politische als Kunst. Politik ist eine Kunst und ich habe lange gebraucht, also ehrlich gesagt, um das auch ernst zu nehmen. Also der Quereinsteiger kann von Leuten wie Peter Struck etwas lernen. Und die Kunst, Politiker zu sein, das fällt einem, also das dauert. Meine Damen und Herren, das war eine Begegnung mit Karl Lauterbach. Herzlichen Dank, Herr Lauterbach. Danke Ihnen, Herr Voss. Ja.